Aber Witze schreiben ist echt nicht so einfach. Und manchmal kiffe ich, weil ich dadurch so ein bisschen kreativer werde. Und ich würde euch gerne mal einen Witz vorlesen, den ich letztens bekifft geschrieben habe. Yo! Weiter bin ich noch nicht. Ich muss sagen, ich verstehe irgendwie nicht, warum Alkohol trinken legal ist, aber Kiffen illegal ist, ne? Wenn ich Alkohol trinke, werde ich immer so richtig aggressiv, ne? Ich rufe meinen Ex-Freund an, sage ihm, dass ich ihn hasse, verzu ihm, brennt sein ganzes Haus ab. Wenn ich kiffe, rufe ich meinen Ex-Freund an, fahre zu ihm und brenne dann sein Haus aus Versehen ab. Ich bin schon für die Legalisierung. Ich meine, überlegt mal, wie oft Jugendliche vors Gericht müssen, wegen lächerlichen Mengen von 3 bis 4 Kilo. Aber wenn ich euch einen Tipp geben dürfte, macht bekifft nie Dirty Talk. Ich habe einmal bekifft Dirty Talk gemacht und die Antwort, die ich bekommen habe, war: Maria, es bleibt dabei. Ich muss dir in Mathe die 4 geben. Ich finde, Kiffen ist schon auch ein bisschen vergleichbar mit Sex. Also, man kann danach sehr gut einschlafen, es hat Suchtpotenzial und der mit Herpes darf nicht mitmachen. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich meine allerersten Graserfahrungen mit 14 gemacht und ich hatte seitdem auch immer so ein bisschen Gras unterm Bett zu liegen und einen Abend habe ich mit meiner Mutter zusammen im Bett, haben wir Germany's Next Topmodel geschaut, einfach weil wir uns schlecht fühlen wollten. Und das Gras hat so mega krass gerochen und natürlich weiß meine Mutter, wie Gras riecht. Ich meine, sie ist Kindergärtnerin in Berlin. Und sie hat dann so gefragt, Maria, was riecht denn hier so? Und ich meinte dann so, das ist ein verschimmeltes Brot. Meine Mutter hat das erstmal unkommentiert gelassen, aber ich habe dann die nächsten Tage irgendwie gemerkt, dass sie viel besser drauf war und dass mein Gras weg war. Und ich habe sie dann auch darauf angesprochen, war so, hey Mama, hast du mein verschimmeltes Brot geraucht? Und sie hat so voll lange über die Frage nachgedacht und war dann so, Schirmer, Bro. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde am Kiffen, ist, dass man davon schon sehr vergesslich wird. Ich vergesse zum Beispiel sehr oft die Antibabypille, aber zum Glück vergesse ich auch Sex zu haben. Also kein Problem. Ja, ich nehme die Pille. Viele Frauen, die schämen sich dafür, die nehmen ja immer so die Pille so heimlich, aber ich denke mir, eigentlich ist es ja eine voll gute Flirtmasche, ne? Okay, Mädels, ich zeig's euch. Okay. Nehmen wir an, ihr seid in der Bahn und ihr seht einen heißen Typen, ja? Dann nehmt ihr natürlich erstmal Blickkontakt auf und dann geht der Pillenalarm los und nehmt da auf jeden Fall auch so einen richtig sexy Song, ne? So was wie bam, 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 bam. Dann nehmt ihr euch eine Pille und schiebt sie genüsslich in den Mund. Schiebt noch 2, 3 hinterher. Bietet ihm auch eine an. Ich habe das einmal gemacht hier in der U-Bahn in Berlin. Der Typ hat einfach die Pille genommen und hat dann 2 Minuten lang nichts gesagt. Und ich war so, das macht dann 10 Euro. Ist doch nicht alles gut an der Pille. Die Pille ist eine krasse Hormonbombe, die täuscht deinem Körper eine Schwangerschaft vor. Jeden Monat, 21 Tage lang. Und es ist anstrengend. Ja, ich bin müde, ich bin kaputt. Ich habe jetzt mittlerweile 257 Schwangerschaften hinter mir. Das sind fast so viele wie die Mutter von den Wollnys. Und jeden Monat bekomme ich dann noch immer so voll die Muttergefühle. Ne, diesen Monat sind es Zwillinge. Heller Kot und Stinkekot. Und am Ende des Monats bin ich immer auch ganz traurig, wenn sie sterben. Ja, der Witz funktioniert irgendwie nie so richtig. Ich glaube, ich muss den abtreiben. Seit ich das aber weiß mit der Schwangerschaft, nutze ich das auch so ein bisschen zu meinem Vorteil. Ne, zum Beispiel, wenn ich jetzt Bahn fahre, dann bitte ich jetzt immer die alte Dame aufzustehen. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber hypothetisch gesehen bin ich schwanger. Ich trage in mir, was bei Ihnen bald zu Ende ist. Leben. Hohoho.
Wusstet ihr, dass auch mal an der Pille für den Mann geforscht wurde? Aber die Forschung wurde dann eingestellt, weil die Nebenwirkungen waren einfach zu schlimm. Die Nebenwirkungen waren Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen. Ja, kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein mag. Stell dich mal vor, Männer würden die Pille nehmen, oder? Testosteronspiegel geht runter, keine Lust mehr auf Sex, einfach alle Weltprobleme in 6 Sekunden gelöst. Ich schaue hier mal ganz gerne ins Publikum, meistens klatschen nicht so viele Männer. Wisst ihr, was ich auch gar nicht nachvollziehen kann? Das sind so die Männer, die versuchen, Frauen zu überreden, ohne Kondom Sex zu haben, wo ich mir mal denke, was lässt dich überhaupt glauben, dass du ihr dein Leben anvertrauen kannst? Ne? Ich meine, ihr habt euch auf Tinder kennengelernt, sie hat 7 Katzen und verwaltet eine Instagram-Fanseite von Jimmy Blue Ochsenknecht. Und dann kommen aber immer diese Ausreden so, ja, ich habe halt eine Latexallergie. Hm, genau, ja. Ich habe auch eine Pimmelhautallergie. Oder das häufigste Argument, ja, mit Kondom spüre ich einfach nichts. Was willst du spüren? Ihre Verzweiflung? Willst du schon mal spüren, wie es ist, ein Kind zu haben, was wahrscheinlich Jimmy Blue heißen wird? Außerdem hast du mindestens 2 Promille. Du spürst überhaupt nichts mehr, ja? Du hast allein 40 Minuten gebraucht, um dir die Hose runterzuziehen. Du hast es immer noch nicht geschafft, ihren BH aufzumachen. Gut, sie hätte dir auch sagen können, dass man den vorne aufmacht, aber wo wäre da der Spaß? Aus diesem Grund und tatsächlich auch noch aus vielen weiteren date ich tatsächlich eher ältere Männer, weil die übernehmen Verantwortung und können zur Not auch Unterhalt zahlen. Ja. Andreas, genau mein Beuteschema.